Oh, warte, ich muss mich so hinsetzen. Das macht sonst einfach auch von der Kamera keinen Sinn. Alles klar. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Be Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Sozi und ich bin heute mit dem ganz fantastischen Jan Randy hier. Jan und ich haben uns überlegt, ein neues Format zu starten. Wie ihr seht, wir sind wieder per Video unterwegs. Wenn ihr das bei Spotify hört, seht ihr das nicht, aber dann kommt mal bei YouTube vorbei und dann habt ihr auch mal ein paar Gesichter zu den Stimmen. Und na, auf jeden Fall, Jan und ich haben uns überlegt, wie wir mal ein bisschen was anderes machen können. Wir haben Bock, irgendwie coolen Content zu machen, auch einen coolen Podcast ins Leben zu rufen. Und ja, sind jetzt tatsächlich so ein bisschen auf der Suche nach neuen Formaten, die man machen kann. Jan, wir hatten ja schon mal einen Podcast aufgenommen. Das war übrigens der erste und einzige Podcast, wo ich mal nicht die Moderation hatte. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist. Bevor du jetzt die Moderation übernimmst und ich dich ins kalte Wasser schmeiße damit, erzähl mir doch mal oder erzähl doch mal den Zuschauern und Zuhörern. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Weil wir hatten ja damals in noch einem ganz anderen Kontext zusammen gesprochen. Mittlerweile arbeiten wir ja auch zusammen. Erzähl doch mal. Hm. Ja, also erstmal danke für das schöne Intro. Tatsächlich ist es so, dass René eigentlich immer so meine Gute-Nacht-Geschichte ist, weil er mich immer zu den unchristlichsten Zeiten anruft. Aber der René hat die Erlaubnis, dass er mich halt nochmal um Mitternacht anruft und wir dann nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde quatschen, bis er halt zu Hause ist mit seinem wunderschönen Fahrrad. Ah nee, wir machen gerade nicht erlaubte Werbung, sorry. Ich habe René in dem Kontext kennengelernt, dass über einen guten gemeinsamen Freund. Und dann habe ich festgestellt, wow, da steckt ja eine Menge dahinter von dem, was René alles so macht, weil ich hatte davor kein Bild davon. Und damals war ich noch Gesellschafter und Geschäftsführer einer Social-Media-Agentur und habe gesagt, hey René, ich würde gerne mal dich für einen Workshop haben. Und René, obwohl er das gerade, glaube ich, zu dem Zeitpunkt hast du gesagt, ich mache keine Workshops mehr, sondern das müssen jetzt andere Leute machen. Ich hatte keinen Bock mehr auf Dienstreisen, ja, tatsächlich. Genau, also, genau. Mit Familie und Kind hatte ich keinen Bock, weil in der Zeit davor war ich 3 von 5 Tagen in der Regel irgendwie unterwegs und habe dann irgendwann gesagt, so, hey Leute, es können jetzt auch andere Menschen mal Workshops geben. Ja, ja. Genau. Und das war dann eben so der Moment, so ich glaube Anfang Januar haben wir das dann Ganze festgezurrt und Ende Januar warst du dann bei uns. Ich meine, du bist ja in Hamburg, ich bin ja, man sieht es ja, ich komme aus dem Süden Deutschlands und sehr gut. Und, ich wollte es gerade sagen, ja, sehr gut. Und dann bist du in die Augsburger Gegend gekommen und hast da 2 Tage mehr oder weniger unseren Laden auf links gedreht, im positiven Sinne. Und ja, da hast du mit mir das angefangen, so ein bisschen zu wirken, was noch alles so möglich ist und wo ich so wirklich meine Stärken drin sehe. Dann haben wir uns einen Monat später nochmal gesehen. Und so im Monatstakt haben wir uns, glaube ich, dann immer wieder nochmal so zusammengerufen. Und dann habe ich im Frühjahr nach Beginn zweites Quartal, genau, habe ich mich dann entschieden, meine Firma zu verlassen. Habe auch eine ordentliche Lösung gefunden mit meinen Geschäftspartnern und gesagt, ich möchte nochmal einen Cut machen. Ich möchte nochmal einen kleinen Turnover machen. Ich wollte so ein bisschen aus dem klassischen Agenturdienstleistungsgeschäft so ein bisschen raus, mehr rein in das Consulting, in die strategische und optimierende Komponente rein, weil ich merke, also dieses ganze Konzeptionelle, da kann ich dem Kunden mit am besten helfen und habe mich dann natürlich dann auch intensiver damit auseinandergesetzt, weil meine Herausforderung war früher immer, und die kennen vielleicht auch viele von den Hörern da draußen, wenn du immer auf Anschlag bist, und das war ich so die letzten 2 Jahre, wenn du immer auf Anschlag bist und immer Output, 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 dann fehlt dir irgendwann die Zeit, Input zu bekommen. Und in der Situation bin ich gerade. Also ich versuche da gerade wieder rauszukommen. Ja, aber tatsächlich ist das so. Und natürlich gehören diese Situationen dazu, weil in so einer Zeit entsteht, glaube ich, auch sehr, sehr viel Wertvolles. Das Problem ist bloß, wenn halt dann der Motor nicht mehr funktioniert von dem ganzen Karren und ausgebrannt ist, dann hast du halt ein grundlegendes Problem. Wir können auch in dieser Unternehmersprache sein. Also wenn du ein Problem hast, ist es eine Herausforderung oder ein Team. Ja, genau. Und gib mir mehr Herausforderung. Und wenn es einfach nur beschissen läuft, dann ist es spannend. Und
wenn etwas oder interessant. Genau, interessant. Und wenn etwas einfach nur komplett über einen Haufen geschmissen wurde, dann war es unglücklich. Ja. Sehr gut, ja. Wir können mal eine ganze Folge machen über solche Formulierungen, so unternehmerisch gleich deutsch. So. Ja, wow, ja genau, unternehmerisch gleich deutsch, ja. Wow. Ja, es ist ja wirklich ganz furchtbar. Also auch diese ganze, wenn du, ich meine, ich habe mir das jetzt auch schon angewöhnt in Demos, dass ich nicht mehr das Problem, sondern die Herausforderung sage. Das ist auch irgendwie noch okay. Ey, aber es gibt einfach manchmal Probleme. So, ja, das ist einfach so ein bisschen... Ich glaube auch, dass das die Kaufkraft, das kommt immer auf den Moment an, aber die Kaufkraft ist, glaube ich, höher, wenn ich von einem klaren Problem spreche, weil so in meiner Welt, und das habe ich jetzt auch in letzter Zeit lernen dürfen, ist ein Problem etwas, was der Kunde am liebsten jetzt halt gelöst haben möchte, am liebsten gestern schon gelöst haben möchte. Und wenn man das rausfiltert, dann kommt man auch viel schneller zu einer Entscheidung und nicht gegebenenfalls noch in irgendwelche Abstimmungsschleifen und sonst. Klar gibt es immer so Gefilde und Strukturen in Unternehmen, aber ich glaube, wenn allen das Problem bewusst ist und was dadurch verloren geht oder was dadurch nicht funktioniert, gerade wenn wir von Vertrieb oder Marketing sprechen, dann kann es schon sehr, sehr schnell zu einer Entscheidung kommen, sofern ich das Problem anspreche. Mhm. Ja. Und ja, das heißt, ich habe mir dann auch Hilfe dementsprechend geholt, um mir Input zu geben zu lassen, um Horizonte zu erweitern, weil mit 24 denken viele, haben sie schon die Welt gesehen und wissen, wie der Hase läuft. Ganz ehrlich, ich habe das vor 2 Jahren auch gedacht. Ich habe mich wieder King gefühlt, weil ich dachte, hey, ich habe jetzt meine 2. Firma am Start und hier GmbH am Stissel und Ich hatte vor kurzem ein sehr, sehr interessantes Gespräch, wo mir jemand gesagt hat, ja, vor 2 Jahren, als ich dich kennengelernt habe, da warst du mir ein bisschen abgehoben. Und ich so, fuck, ja, Mann. Und da habe ich mir dann auch so Texte von früher oder Videos von früher angeschaut, habe ich immer, was für ein Honk. So, ne? Und das war jetzt so spannend, das Ganze mal so ein bisschen zu reflektieren, weil man hat, glaube ich, oftmals gar nicht auf dem Schirm, wie man auf andere Menschen wirkt. Und gerade im Kundenbereich. Und also ich glaube, man kann viel im Sales kaputt machen, bevor man den Mund überhaupt aufgemacht hat. Mhm. Absolut, ja. Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube auch irgendwie verkaufen, also es gibt da ja eine Kaderschmiede aus Koblenz, die sagt, wie sage ich das? Die haben ja auch das Modell, es gibt den Setter und den Closer. Und es gibt also den, der vorbereitet und dann gibt es den, der richtig Vertrieb macht. Und das Problem, was ich damit habe, ist, du degradierst per se deine Sales-Mannschaft und schaffst Gräben in so einem Team, die nicht da sein müssen. Und für den Kunden ist das, glaube ich, höchst befremdlich, wenn ich weil was ist denn Vertrieb? Vertrieb ist Beziehungsaufbau. Und wenn ich jetzt eine Stunde oder 2 Stunden mit dir spreche und danach kommt Eddie und will mit mir dann das Geschäft machen. So, das ist dann halt so, wo ich sage, weiß ich nicht. Und ich sage ja gar nicht, dass das wahrscheinlich nicht gut funktioniert. Ich glaube nur, dass sich das auch wieder schnell ändern wird, weil das ist wieder so eine Sache aus den 90ern. Vertrieb ist ja eigentlich irgendwie auch Verkaufen, ja? Weil was ist denn Verkaufen und Closen? Das ist Gesprächsführung. Ich meine, du hast es jetzt gerade festgestellt. Du hast ja deine Calls gemacht. In der Form, da kannst du ja vielleicht auch gleich mal was dazu erzählen, im Rahmen von einem Coaching hast du ja mit sehr vielen Leuten gesprochen, um für dich rauszufinden, okay, wo ist denn eine Richtung, in die du gehen kannst? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, definitiv. Okay. Und da hast du ja, ja auch ein bisschen die Erfahrung gemacht, eigentlich ist es nicht mit hier, ich verkaufe dir und ich habe die geilste Lösung, sondern du musst halt erstmal verstehen, was dein Gegenüber eigentlich für Probleme hat und nicht Herausforderungen, sondern Probleme und wo ist der Schmerz am größten. Aber das erzählt er dir ja nicht, wenn er dir nicht vertraut oder wenn er dir, wenn er sich nicht aufgehoben fühlt. Und deswegen finde ich diese per se Aufsplittung von Setter, Closer, früher hat man mal Innendienst und Außendienst gesagt, finde ich schwierig. Also das ist halt, sehe ich nicht. Ja? Wie sieht denn deiner Meinung nach der perfekte Vertrauensaufbau aus? Boah, ich glaube, perfekt gibt es nicht. Das ist genauso, als wenn ich fragen würde, wie sieht das perfekte Date aus oder der perfekte Kennenlernprozess? Ich glaube einfach, du musst, also du brauchst als Verkäufer schon einen Gesprächsleitfaden in der Form, dass du eben einen roten Faden hast, den du durchspringen kannst. Das ist kein Skript, was du abliest, aber ich muss
schon mittendrin, selbst wenn der mittendrin sagt, hey, ich muss mal kurz für 2 Minuten weg, ich bin gleich wieder da, dann muss ich für mich wissen, wo sind wir gerade in dem Gespräch? Ja, habe ich, welche Fragen habe ich geklärt? Und das kann ja auch sehr individuell sein. Wir nehmen ja Band, also Budget, Authority, Need und Timeline, sodass ich immer mit dem Need anfange und sage, hey, lieber Kunde, worüber sprechen wir heute? Wie kann ich dir helfen? Weil die buchen sich einen Termin bei mir. Das ist ja, der Sales-Prozess ist ja schon so aufgebaut, dass die Leute, die schreiben mir eine E-Mail und sagen, kannst du mich anrufen? Selbst wenn ich da Zeit habe, sage ich nein. Such dir bitte hier einen Termin aus und dann sprechen wir. Weil eben das eine ganz andere Voraussetzung ist. Dann spreche ich halt nicht mit, ja, schön, dass das geklappt hat. Ich würde Ihnen gern Folgendes verkaufen, sondern ich sage halt, schön, dass das geklappt hat. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja, was ist denn Ihr Problem? Das heißt, ich starte schon auf Augenhöhe. Und das ist für mich auch so ein paar Jahre voraus der schönste und größte Gamechanger gewesen, als ich das verstanden habe, dass so ein Terminbuchungstool nicht Convenience ist, sondern ein Terminbuchungstool ist halt irgendwie Voraussetzung dafür, dass ich angenehmere Gespräche führe. Und darüber hinaus ist es dann so, dass wir kurz und knapp. Ich glaube auch das Mindset, ja, jetzt habe ich Mindset gesagt, ja, yeah, alle Bullshit-Bingo-Sachen direkt irgendwie in Minute, weiß ich nicht. Ich bin da halt rangegangen damit, ey, pass auf, das habe ich aus dem Buch Let's Get Real oder Let's Not Play, kann ich sehr empfehlen, dass man eben sagt, hey, das erste Gespräch dient dazu herauszufinden, ob ich mit dir Geschäfte machen möchte. Nicht umgekehrt. Mhm. Sondern die ersten 15 Minuten will ich dir, also das erste Gespräch auch, will ich dir gar nichts verkaufen, sondern ich erzähle dir was ich mache, du erzählst mir, was du machst und dann schauen wir, ob wir zusammen irgendwelche Überschneidungspunkte finden. Und wenn wir nach 5 Minuten feststellen, eigentlich passt das nicht, menschlich, thematisch, irgendwas, vom Budget her, dann ist das völlig okay, dann ist das ein Win. Ja, weil dann habe ich keine Zeit verschwendet, weil dann sind die grundlegenden Voraussetzungen für so ein Geschäft nicht vorhanden gewesen und dann kann ich das auch nicht abschließen, egal wie gut ich vermeintlich im Verkauf bin. Und das geht mir so ein bisschen gegen den Strich, dass halt viele, also dass diese Sales-Mentalität noch so ist, ich kann jedem was verkaufen und ich will jeden überzeugen. Ah, weiß ich nicht, sehe ich nicht so. Ich glaube nicht. Also wenn ich, ja, guck mal, ich esse kein oder wenig Fleisch und ich mag keine Frikadellen. Jetzt kannst du die geilsten Frikadellen und Buletten der Welt haben. Die wirst du mir nicht verkaufen. So, Ende. Ja, ich habe den Bedarf nicht. Und deswegen ist es halt Momentum. Ja, ich muss jetzt Hunger auf Frikadellen haben und 10 Euro in der Tasche, dass ich mir sie leisten kann. Ansonsten muss ich zum Geldautomaten gehen und wieder keine Frikadellen. Das heißt, es geht um Momentum und deswegen ist Sales auch ein Quotengeschäft. Vertrieb war immer ein Quotengeschäft. Da sagt ja auch jeder, ja, hier muss 100 Leute und dann. Aber das heißt letzten Endes einfach nur, du bist sehr ineffektiv, wenn du 100 Leute abtelefonierst, um die 2 zu finden, die gerade den richtigen Moment haben. Das ist ja auch der Grund, warum diese Kaderschmiede aus Koblenz richtigerweise auch selber sehr viel über Ads macht und dich halt so durchqualifiziert. Das ist der Grund, warum in HubSpot gar keine Outbound-Aktivitäten mehr macht, sondern nur noch mit Inbounds arbeitet. Das ist aber ein anderes Spiel. Also gerade für Vertriebler häufig auch eine geistige Grätsche, die sie nicht so hinkriegen. Merken wir übrigens bei uns auch im Team. Ne? Also so, dass zum Beispiel mein Mitgründer, der ist Vertriebler durch und durch und das hat er auch zur Meisterschaft gebracht. Der hat aber verstanden, was Werbung bringen kann und was auch so Content bringen kann, aber selber fällt ihm das sehr schwer, diese Sachen umzusetzen. Und das ist auch völlig okay. Ja, so deswegen, aber das merke ich halt immer wieder, auch wenn wir das unseren Kunden und den Vertriebsteams erzählen, wenn du dann sagst, ja, wir machen Werbung und so, das haben die gar nicht auf dem Zettel. Also das ist auch für die eine vollkommen andere Abteilung und hat nichts mit deren Geschäft zu tun. Und das ist eine spannende Sache. Ja, du hast ja auch gerade interessanterweise gesagt, die Menschen, die denken, sie können alles verkaufen, das ist auch so ein bisschen diese Sell-me-this-pen-Mentalität, so, weil sie dann denken, ja, ich kann jedem diesen Stift verkaufen und ich glaube, wenn der Bedarf da ist bei der Person und der kann sich ja alle 8 bis 12 Wochen ändern, dann kannst du der Person das verkaufen. Das erfordert aber ein bestimmtes, also Beispiel, bleiben wir mal in diesem Frikadellenbeispiel. Wir können ja mal wirklich ein bisschen hochgestochen jetzt so reden. Wenn du hochgestochen über Frikadellen reden, jetzt bin ich gespannt. Ja, nee, ich glaube, hochgestochen war das falsche Wort, aber ich bin Ausländer, von daher. Ach, Quatsch. Ja. Es dünkt mir, dass sie ein Hüngerchen haben auf Buletten. Nein, aber es ist ja genauso, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche körperlichen Beschwerden hast, ja, und Buletten oder Frikadellen, bei uns heißt das, glaube ich, Buletten hier. Was meinst du, wie lange ich gedacht habe, dass Frikadellen Fische sind? Okay. Ja, ich habe es mit Forellen verwechselt.
Er liegt ja nah, Frikadellen, Forellen, das ist ja fast das gleiche Wort. Und wenn man dir dann sagt, du pass auf, wenn du diese und diese Schmerzen hast, dann ist das Beste, was du machen kannst, Frikadellen zu essen. Gibt es ja oft, dass man sagt, ja, du musst Ingwer nehmen oder du musst Kurkuma nehmen oder Matcha. Die ganze Scheiße schmeckt mir nicht, aber wenn sie hilft, ja, dann her damit. Ja. Und dann kostet halt das Kilo Ingwer, was weiß ich, wie viel das kostet. Aber gehst du dann mit Ängsten oder Schmerzen um? Also das ist ja auch so eine grundsätzliche Sache im Vertrieb. Ich gebe mir das, nehme mal das Versicherungsbeispiel. Aber bevor ich das mache, nochmal zurück zu Sell Me the Pen. Das Witzige ist, es wird immer so dieses, ich kann jedem was verkaufen, das Beispiel genommen. Aber was er in diesem Beispiel gemacht hat, ist, schreib mal deinen Namen auf eine Serviette. Ich habe keinen Stift. Hier, willst du den Stift kaufen? Er hat genau das gemacht. Er hat einfach denjenigen gefunden, der das richtige Momentum hatte. Nämlich gerade jetzt den Bedarf. Deswegen verstehe ich halt nicht, wie das als Analogie funktioniert. Ich verstehe vielleicht auch so vieles nicht. Und zurück zu dem Bulettenbeispiel. In der Versicherung haben wir mit Angst verkauft. Stellen Sie sich vor, Ihnen fällt ein Flugzeug auf den Kopf. Ja, stellen Sie sich vor, Ihr Haus wird von einem Meteoriten getroffen. Und stellen Sie sich so, das kannst du natürlich machen. Du kannst halt Livestreaming verkaufen mit, stellen Sie sich vor, Ihre Veranstaltung wird abgesagt und Sie haben das nicht. Ja? Das ist ein Weg, das zu verkaufen. Aber du kannst halt auch sagen, stellen Sie sich vor, Sie könnten einfach noch 10.000 Menschen mehr erreichen, zusätzlich zu denen, die Sie schon vor Ort haben. Das ist derselbe Kontext. Und deswegen so dieses über Angst verkaufen finde ich immer schwierig, sondern ich finde immer, mach mich zu einer besseren Version von mir selber. Ja, also helf mir mit dem, was du mir anbietest, mich zu verbessern. In einem realistischen Maß. Ja, so, und Kaderschmiede aus Koblenz ruft mich an und sagt, ich mache aus dir den neuen Grand Cardone. Und ich sage, okay. So, ich bin interessiert, erzähl mir mehr. Unrealistisch, ja. Ich sehe einfach viel besser aus als Grant, so dementsprechend. Erstens das. Zweitens, dein Jet ist größer. Mein Jet ist größer, ja. Den ich im Kinderzimmer stehen habe. Also ich tue mir so ein bisschen schwer mit Ängste und Schmerz, das zu differenzieren, weil die Angst, wenn dein Flugzeug dir abstürzt und du würdest überleben in dem Szenario, dann hast du ja trotzdem Schmerzen. Also Angst und Schmerzen sind ja sehr nah beieinander. Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist eine sehr klare Abtrennung. Also eben auch aktuelles Kundenbeispiel, denen sind letztes Jahr 100.000 Euro plus durch die Lappen gegangen, weil sie nicht genug Menschen hatten, die sie an andere Auftraggeber vermitteln konnten. Denen fehlten also Leute, die sie weitervermittelt haben oder hätten können. Und jetzt kann ich natürlich sagen, hätte ich jetzt sagen können, der Schmerz ist, wie bekomme ich qualifiziertes Personal? Und die Angst ist, stellen Sie sich vor, nochmal 100.000 Euro minus dieses Jahr. Und das ist der Unterschied. Entweder sage ich, verkaufe ich dem jetzt irgendwie eine Personaldienstleistungsgeschichte mit, stell dir vor, du müsstest dieses Jahr nochmal den Scheiß machen. Aber ich kann auch sagen, stell dir vor, du kannst dieses Jahr nochmal 200.000 Euro mehr verdienen, wenn wir es schaffen, zusammen dir das Personal zu holen. Und deswegen, der Schmerz ist da, aber ich muss es halt, das Angst ist ein argumentativer Weg, finde ich. Resultiert natürlich daraus, da hast du recht, also das aus einem Schmerz kann auch eine Angst werden, aber so im Grundsatz, Schmerzpunkte zu identifizieren und den Bedarf zu erkennen, weil das ist das Gleiche, ist halt wichtig, aber dann sollte man das immer mit Improvement argumentieren und sagen, guck mal, so können wir das besser machen, zusammen. Ja? Es könnte natürlich dann irgendwie, ich glaube, es ist bloß der Ansatz, wie man anfängt, das Gespräch, weil am Ende des Tages möchte, also wir haben jetzt gerade die Wahl zwischen Angst oder Schmerz und dann im Vergleich zu ein positives Bild zeichnen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt um das Zehnfache. Erstens glaube ich, je nachdem, welchen Anfang man wählt, hängt von dem Persönlichkeitstyp ab, den man vor sich hat. Ja, wenn man jetzt so ein roter Typ, also ich arbeite sehr mit einem Tiermodell, das kennt vielleicht der eine oder andere draußen, das ist von Tobias Beck mit Hai, Wal und so weiter. Also ein Wal, den kriege ich, glaube ich, sehr gut über diesen Schmerz. Ja, also das ist halt jemand, was habe ich davon, was haben andere davon, dass es mich gibt? So dieser überstürzende Mensch, der sich um alles kümmern möchte. Das ist wahrscheinlich eher weniger so die Führungskraft. Das ist dann eher so der Hai. Und da hängt es dann, glaube ich, davon ab, so wie fange ich das Gespräch an, um auch die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, um ihn auch richtig zu triggern. In der Regel
meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, diesen Schmerz zu vergrößern. Ja, also zu sagen, okay, Sie haben die Herausforderung im Vertrieb, dass Sie schwankende Leistungen haben, weil es unterschiedliche Qualitäten der Vertriebsmitarbeiter gibt. Okay, das ist die Herausforderung, das ist das Problem. Den Schmerz zu vergrößern ist, dass er dadurch jeden Monat fünfstellige Beträge auf der Straße liegen lässt, weil sie nicht angegangen werden, weil sie im Follow-up liegen. Im Follow-up liegen ja immer im Schnitt zwischen 25% und 40% bis 40% Umsatz. Ja? Du lachst gerade. Ich glaube, dir zucken gerade so 15 Erinnerungen aus der Vergangenheit hoch. Absolut. Und ich habe an meine eigenen Follow-ups gedacht, weil diese Augenringe sagen, aber nee, klar. Also ja. Interessanterweise, Follow-ups sind immer wichtig. Und wenn du sie machst und wenn du da on top of your game bist, dann lässt du zumindest auch kein Geld liegen. Und die meisten Firmen machen auch ihren Großteil des Umsatzes nicht aus Initialkontakten, sondern aus Follow-ups. Und es gibt ja auch diese schöne Matrix, der durchschnittliche Zielkontakt antwortet dir nach 11 bis 15 Touchpoints. Nach 8 bis 15 Touchpoints. Ja. Aber die meisten Vertriebler hören dann nach 3 auf. Das heißt aber nicht, dass du ihn 15 Mal penetrieren sollst innerhalb von einer Woche, sondern dass du da einfach einen sehr smoothen, charmanten Weg finden musst für dich, der auch für dich auf deine Persönlichkeit passt, oder um es anders sagen, mit dem du leben kannst, solche Leute halt bei der Stange zu halten und dich ins Gedächtnis zu rufen. So, und das ist halt ein wichtiger Punkt. Ich habe jetzt gerade auch jemanden auf dem Tisch liegen, mit dem ich vor jetzt inzwischen 2 Wochen telefoniert habe, den ich halt jetzt gerade einfach nicht erreiche. Aber ich rufe ihn jeden Tag 2-mal an. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist er ja im Urlaub, aber das kann ich ja nicht wissen. Deswegen rufe ich weiterhin jeden Tag 1 bis 2-mal an, einmal früh und einmal nachmittags. Manchmal probiere ich es auch mit einer anderen Nummer. Bis der mir nicht sagt, Herr Randy, es reicht jetzt, oder ich kann ja nicht wissen, was los ist. Also viele Vertriebler machen sich, glaube ich, zu viele Gedanken über Themen, die sie gar nicht betreffen. Ja, absolut. In diesem Fall würde ich jetzt sagen, das ist eine Stilfrage. Ich hätte jetzt irgendwie, nachdem ich ihn 2 Tage nicht erreicht habe, hätte ich jetzt eine E-Mail geschrieben und gesagt, Digga, wenn du Bock hast, ruf mich an. Ansonsten lege ich dich jetzt zu den Akten. So, also ich bin da, glaube ich, auch fatalistischer. Wenn das jetzt nicht, vielleicht ist ja ein Kontakt, den du unbedingt haben willst, dann ist das was anderes. Definitiv. Genau, aber es gibt halt auch Kunden, wo ich sage, oder Leads, wo ich sage, du, ich hänge mich jetzt für dich nicht aus dem Fenster, wir können das gerne machen und das würde ich auch dann sehr, sehr gerne mit dir machen, aber du bist nicht die Prinzessin, die ich aus dem Turm retten muss. So, das ist, wenn, dann bin ich die Prinzessin. Und so, das ist halt einfach da gibt es halt Leute, die möchten das so und die mögen das auch so, aber das muss immer jeder für sich entscheiden. Ja. Das hängt, glaube ich, auch mitunter so mit dem Standpunkt zusammen, wo du jetzt inzwischen schon stehst. Also du hast halt eine andere Pipeline was bist du, Ende 20 bist du? Ja, sagen wir, ich bin Ende 20 und sehe aus wie Mitte 30. Mhm. Genau. Danke. Und ich jetzt hier mit Anfang, Mitte 20 sage halt dann, nee, bevor ich jetzt den einfach gehen lasse, aus einem Grund, den ich noch nicht weiß, ich weiß ja nicht, warum er zum Beispiel im Moment nicht erreichbar ist. Und ja, das ist manchmal ernüchternd, aber wenn du den State änderst, die Attitude änderst und weggehst von ich freue mich nur über Sales, anstatt über die Work Ethic, also was alles, im Endeffekt muss genauso der Weg zum Sale gewürdigt werden, wie der Sale selbst. Ja, und vor allen Dingen muss das Geschäft auf Augenhöhe sein. Ne? Also das ist so eine Punkt, wenn dein und das ist ja auch, ich glaube, dass die meisten Vertriebsorganisationen laufen ja ihrem Angeboten hinterher. Ja, man sagt immer so zwischen 60% und 70%. Das heißt, zwischen 60% und 70% haben auch einen schiefen Forecast, weil wenn du ein Angebot schreibst, muss es nach meiner Definition eigentlich ein No-Brainer sein. Also da muss 80% der Arbeit ist da schon erfolgt. Das heißt, du hast alles besprochen, du hast alles geklärt. Jetzt geht es darum, dass die internen Prozesse laufen. Also, dass du eine Purchase Order bekommst bei großen Unternehmen, dass da alle Stakeholder intern nochmal abgeholt werden. Aber da geht es nicht mehr um die Sache. Da sind man sich grundsätzlich einig, dass man zusammenarbeiten möchte. Und das ist bei vielen Firmen nicht so. Viele Firmen sagen, ja, guck mal, ich habe eine Demo gemacht, hier ist das Angebot. Und dann laufe ich meinem Angebot hinterher. Und dann wird dann häufig gesagt, dass die Vertriebler nicht closen können oder nicht gut da in ihrem Job sind. Und ich bin da genau gegenteiliger Meinung. Die haben halt ihren Job am Anfang nicht gemacht. Also die haben die Analyse des Aussieben nicht gemacht. Und gerade wenn das dann jetzt eine Organisation ist, die mit so einem Zweiermodell arbeitet, also mit so einem Wingman-Modell, ja, gut, das ist dann noch schwieriger. Weil dann hast du ja irgendwie, dann muss ich ja zu meinem Setter, Wingman, Indienst gehen und sagen, du hast deinen Job nicht gemacht.
Das ist doch kacke. Deswegen, ich glaube, das muss Geschäft auf Augenhöhe sein. Der Kunde, wenn der sich nicht meldet oder sich unfair verhält, unfair in Form von, ich melde mich einfach nicht mehr, dann ist das nicht okay. Weil dann ist das nicht auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe ist, er weiß genau, ich bin ihm nicht böse. Aktuelles Beispiel, ich habe gestern ein Gespräch geführt, haben wir ein Angebot eingereicht. Ich habe gestern mit der Chef-Einkäuferin telefoniert und die hat mir gesagt, das ist ein Krisenunternehmen, und hat mir gesagt, hey, pass auf, ich kann das so nicht zahlen, nicht freigeben. So, weil uns hat irgendwie die Krise hart getroffen und so weiter, und hatte sich da auf Widerstand gefasst gemacht. Und ich habe gesagt, halt, das ist völlig okay, das verstehe ich, das geht halt auch nur zusammen. Ich kann aus dem Angebot nichts rausnehmen, weil diese Sachen sich halt aufeinander aufbauen. Bitte sag mir doch einfach, was du zahlen kannst. Und wenn das jetzt nicht so voll aus dem Ruder läuft, dann machen wir das da schon irgendwie möglich. Sodass ich halt sage, durch dieses kleine Entgegenkommen, was uns jetzt nicht wehgetan hat, bin ich aber in der Lage, da jetzt einfach eine schöne Geschäftsbeziehung zu machen. Und just heute habe ich 2 E-Mails bekommen mit 2 weiteren Ausschreibungen, von denen ich nicht mal wusste, wo ich jetzt quasi, wenn ich mir Mühe gebe, heute 2 Folgeaufträge generieren kann. Und das ist natürlich dann auch gut für die Stimmung, dass man eben sagen kann, okay, das sind so Dinge, die man weitermachen kann. Und ich glaube halt, what goes around comes around. Ja, wenn du dich fair verhältst und wenn du irgendwie auch professionell bist, dann kommt das auch immer wieder zurück. Wenn du dich allerdings aufhörst wie ein Arschloch, dann kommt das halt auch zurück. So, damit sind wir jetzt wieder explicit. Damit habe ich dich ja damals kennengelernt. Du hast, glaube ich, in deinem LinkedIn, was ist das nochmal, die Unter-Bio oder Bio, hast du, glaube ich, reinschrieben. Ja, diese Catchphrase, genau, the best sales method, don't be an asshole. Mittlerweile steht da was anderes, aber ja. Habe ich lange Zeit drin gehabt. Weil ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Also sei halt kein Arschloch, dann funktioniert das schon. Aber was glaubst du, warum haben so viele Vertriebsorganisationen oder Unternehmen, die ein Sales-Team haben, diese Herausforderung, dass der Vertrieb noch nicht so auf Touren läuft? Unternehmenskultur, ehrlich gesagt. Also das krankt ja schon in der Systematik drin, dass du, oder im System, du baust ja so ein Vertriebsteam auf, das sind ja eiskalte Profikiller oder Söldner. Ja, also die laufen nicht für dich los, weil sie das Produkt geil finden oder weil die dich cool finden oder weil sie dahinter stehen. Im besten Fall stehen die hinter dem Produkt. Aber jeder Vertriebler wird dir erzählen, ja, ich kann nur das verkaufen, wohinter ich auch stehe. In der Wahrheit ist das nicht so. Und dann ist es halt so, dass die halt individuell dafür bezahlt werden, wer besser ist. Das heißt, auch in der Teamdynamik, wenn wir jetzt individuelle Provision bekommen und ich sage, Jan, ich muss dein Gehirn anzapfen, weil sonst können wir den nicht closen, dann wirst du mir sagen, wie viel kriege ich von der Kommission, also von der Provision. Und dann ist das halt so ein Commission-Dealing, was halt schwierig ist, weil dann da auch irgendwie, dann sage ich, nee, ich versuche es lieber selber, verkacke es, weil ich meine Provision nicht teilen wollte, aber die Organisation geht leer aus. Und letzten Endes muss die Organisation, oder habe ich zumindest das Mantra für mich entwickelt, the mission, the man and then me. Ja, also erst kommt die Mission, und das bedeutet halt als Organisation, wie kann ich erreichen, dass ich mehr Kunden erreiche und die besonders glücklich mache. So, und dann kommt halt irgendwie das Team. Und wenn ich sage, okay, wenn ich den Team-Effort nicht haben kann, weil die Leute sich nicht einig sind und weil das alles Individualisten sind und alles so Einzelgänger, dann muss ich halt andere Wege finden. Und das kann ein Teambonus sein zum Beispiel, dass ich halt einfach sage, jeder bekommt hier ein gutes Fixgehalt. Und dann ist es halt so, dass am Ende des Jahres oder am Ende des Quartals von mir aus, wenn wir ein gewisses Ziel erreicht haben, kriegt jeder X% auf sein Jahresgehalt als Bonus obendrauf. Und das sind natürlich auch so Sachen, das könntest du auch machen. Und da waren wir mal bei einer Sales-Veranstaltung, da wurde der eine, der das auf der Bühne vorgeschlagen hat, schwer ausgebuht. Und für mich war das auch ein Augenöffner. Ja, seitdem arbeite ich nie wieder mit solchen Organisationen zusammen, wo es halt so individuelle Kommissions, also ich sag mal Commission, also wo Provisionsmodelle gibt, weil das nicht für das Unternehmen an sich, für die Organisation ist das der schlechtmöglichste Weg. Natürlich der Vertriebler, der uns jetzt zuhört, wird sagen, René, du bist bescheuert. Und das verstehe ich. Aber aus der Organisationsrichtung, aus, als Head of Sales, ist es meines Erachtens völliger Selbstmord, so ein System zu fahren. Und deswegen funktionieren viele Sales-Abteilungen nicht. Unter anderem. Wahrscheinlich. Mhm. Meine Meinung. Nee, macht ja auch Sinn. Glaubst du, dass ein Geschäftsführer, wenn er keinen Head of Sales hat, Sales können muss, um gute Leute zu bekommen oder eine gute Struktur zu schaffen? Ich glaube, dass jeder Geschäftsführer oder jeder Gründer die ersten 100 Deals selber machen muss.
weil ansonsten kennst du halt dein Geschäft nicht. Und ansonsten gehst du halt auch einem Typen auf den Leim, der vorgibt, dein Geschäft zu können, weil du es selber nicht weißt. Also wenn du 100 Mal verkauft hast, dann weißt du auch genau, wie man dein Produkt verkauft. Und dann kannst du halt auch andere, also dann kannst du halt einen Vertriebsleiter, den du potenziell auf der einstellen möchtest und dann auf die Payroll setzt, den kannst du halt viel besser einschätzen, als wenn da jemand kommt und sagt, ich verkaufe dir alles an jeden. Und du sagst, geil. So. Und auch oft genug erlebt. Deswegen, ja, muss man können, glaube ich. Auch als Startup-Gründer ganz bewusst. Die ersten 100 Deals müssen deine sein. Was glaubst du, wenn jetzt jemand an dieser Schwelle steht und sagt so, ich habe jetzt bald meine 100 Deals durch. Ich möchte jetzt gerne einen Vertriebler einstellen, der das so ein bisschen mit für mich übernimmt, damit ich mich so ein bisschen mehr aus dem im Unternehmen arbeite, so ein bisschen am Unternehmen zu arbeiten. Auf welche Kriterien sollte man achten, gerade so im Soft-Skill-Bereich? Boah, im Soft-Skill-Bereich, bei dem Head of Sales. Dass der dir nicht sagt, er wäre schrecklich empathisch und dass der eine feste, also dass der übertragbar gearbeitet hat. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Wir haben häufig Talente irgendwie, die wir sehen oder kennenlernen, die sind so auf einer, maximal zwei Positionen, die sie mal bekleidet haben, sehr, sehr erfolgreich. Und danach kommt häufig so eine Switch-Phase, wo sie sehr häufig dann selbstfindungsmäßig die Firmen gewechselt haben. Was aber eigentlich dazu oder was aber eigentlich bedeutet, dass sie in einem Punkt, in einem Produkt irgendwie einen Run hatten, weil vielleicht die Gegebenheiten günstig waren. Glück spielt ja auch immer eine Rolle. Aber dann eben nicht in der Lage sind, sich da übertragbar die gleiche Leistung auf in anderen Segmenten oder in anderen Branchen zu bringen. Und ich glaube, das ist ein harter Indikator. Und ansonsten ist es halt so, ketzerisch, meiner Erfahrung nach, Vertriebler sind nicht empathisch. Aber die meisten Vertriebler werden dir sagen, sie sind unglaublich empathisch. Was sie damit meinen, ist, dass sie sozial intelligent sind. Und wenn sich eine Führungskraft dessen nicht bewusst ist, dann finde ich persönlich das schwierig. Sondern wenn dir denn, also das wären so Sachen, ne, klar, soziale Intelligenz, was wir machen, ist antizipieren. Also wenn du ein guter Verkäufer bist, dann antizipiere ich das, dass du gerade unglücklich bist oder dass du gerade überlegst oder dass du gerade, weil sich deine Körpersprache verändert hat, ja. Das hat aber nichts mit Empathie zu tun. Und das sind halt so Sachen, ich glaube, das ist wichtig, dass die Person das bewusst macht. Also, dass das nicht unterbewusst passiert und sagt, ich antizipiere jetzt und habe ein Gefühl, dass du gerade zurückgehst, sondern als Führungskraft muss ich ganz klar benennen können, warum ich das denke. Weil du zum Beispiel gerade so sitzt, ja, oder weil du gerade, ne, sind die ganzen Klassiker. Und da muss ich, das ist der Erfahrungsgewinn. Ich muss die Dinge bewusst machen können und bewusst abrufen und ich muss übertragbar arbeiten können. Also, es ist egal, ob ich Töpfe, Bücher, also in meinem Fall mal Buchverträge, Software as a Service, jetzt irgendwie Projektdienstleistung verkauft. Aber das funktioniert alles, sag mal, nach derselben, nicht Methodik, aber schon nach derselben Struktur. Und das muss eben auch eine Führungskraft leisten. Spannend. Du hast vorhin einen ganz schönen Satz gesagt. The mission, the man, the me. Ich glaube, so könnten wir die Folge nennen. Ja, yeah, The Mission, The Man and Then Me. Das ist tatsächlich aus dem Buch, es gibt ein Buch, das heißt genau so, es ist ein ehemaliger Delta Force Offizier. Delta Force sind die wirklichen Profis im US-Militär, deswegen hört man über die so wenig. Und das sind die Leute, die auf diese unmöglichen Probleme angesetzt werden. Das heißt, die arbeiten eigentlich großteilig mit dem Kopf, deswegen finde ich sie unglaublich spannend. Und da ist es zum Beispiel so, eine schöne Geschichte aus dem Buch. Und da ging es dazu, die mussten einen bosnischen, einen serbischen Kriegsverbrecher rausziehen. Und den hatten sie identifiziert, sie wussten, wo der längs fahren wird, aber der war in Begleitung von 4 bewaffneten Wachen. Und dann ist dann irgendwie auch der Gefahrenpotenzial auch für den sie eigentlich haben wollen, sehr, sehr groß. Und sie mussten ihn also irgendwie ablenken, um dieses Auto zu stürmen. Und dann stehen sie da und überlegen und dann haben sie gesagt, alles klar, aber was ist, wenn wir jemanden von uns in ein Gorilla-Kostüm, das ist wirklich so passiert, in ein Gorilla-Kostüm anziehen und nachts einfach mitten in der Nacht auf die Straße schicken? Das ist so ein absurdes Bild. Die werden 4 Sekunden damit beschäftigt sein, sich wieder einzufangen und derzeit haben wir den aus dem Auto gezogen. Und genau so haben sie es gemacht. Und das ist halt so diese unmöglichen Sachen, oder? Die haben im Irak, war das halt so, da haben sie Eisblöcke aus Flugzeugen über Wochen abgeworfen.
damit die irakischen Soldaten nur die Fallschirme finden und denken, da ist eine amerikanische Eliteeinheit, die irgendwo im Hinterland agiert. Und eigentlich sind die nur rübergeflogen, haben Eisblöcke abgeworfen. So, geil. Die dann in der Wüste geschmolzen sind. Und solche Sachen halt, das fand ich unglaublich spannend, weil die halt sagen, okay, wir kreieren auf der einen Seite eine Ablenkung und auf der anderen Seite erreichen wir dann das Ziel. Also die arbeiten wirklich sehr mit dem Kopf. Und der hat halt für sich die Formel über die Jahrzehnte, hat noch so ein paar andere gute Tipps. Ich kann mit diesen militärischen Sachen immer sehr gut relaten. Und da hat er dann aber gesagt, so pass auf, die Leitregel war immer für mich, für Entscheidungen, was ist wichtig für das Ergebnis der Mission, also das übergeordnete Ziel, das kann man eins zu eins auf eine Organisation übertragen, also was ist wichtig für meine Organisation, was ist wichtig für meine Mitarbeiter, the man, und was ist danach wichtig für mich. Das bedeutet aber auch, dass ich als Geschäftsführer zum Beispiel als Letztes komme. Ja, das heißt, meine Bedürfnisse müssen als Letztes in dieser Organisation, so wie ich sie führe, sein. Und am Anfang kommt die Mission, es kommt die Organisation. Es kann also sein, dass ich Entscheidungen treffen muss, die für mich zum Nachteil sind, aber für meine Firma eben zum Vorteil. Und das ist halt etwas, das ist so ein Leitsatz, den ich mir zumindest so auf die Fahne geschrieben habe. Ja, das macht auch auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist jetzt nur, findest du, dass es bestimmte, also so wie man jetzt gerade dieses Beispiel genommen hat mit den Eisblöcken, das ist ja eine klare Strategie, um den Gegner, ja, den Feind oder den Gesprächspartner, wenn wir es jetzt mal adaptieren, in eine Richtung zu locken, damit wir ans Ziel kommen oder einfach nur die Leute so ein bisschen zu führen, um auch an das Ziel zu kommen, was du für dieses Gespräch vorhast, um zu evaluieren, passt naja, das? Aber da würde die Analogie wieder greifen. Also es geht ja nicht um die Eisblöcke, sondern es geht darum, was ist das übergeordnete Ziel? Wenn mein übergeordnetes Ziel ist, dass ich mit dieser Person irgendwie Geschäfte machen möchte, dann ist es natürlich so, dass dieses übergeordnete Ziel vorstehen muss. Und dann ist es halt, dann ist die Mission, hey, ich möchte diesen Kunden gewinnen. So, und das bedeutet dann halt, dass ich das tun muss, was, und das ist dann persönlicher Stil, ne? Also wie du dann, und das ist ja das Schöne an dieser Philosophie, wie du zum Ziel kommst, ist völlig egal. Du musst nur am Ende des Tages damit leben können. Ja, und das ist deine, du musst dafür sicher gehen, willst du diesen Kunden einmal haben, willst du einen Kunden haben oder willst du einen Geschäftspartner haben? Das ist vielleicht auch so die Quintessenz dabei, ne? Willst du mit dem einmal ein Geschäft machen, dass der kauft und sagt, das war scheiße. Oder willst du halt sagen, irgendwie, ja, guck mal, der ist mir hier entgegengekommen, hat dann saubere Arbeit abgeliefert, das war halt super professionell alles und das schaffen wir übrigens auch nicht immer. Aber ich komme wieder. Ja, wenn ich mal wieder was habe, dann gehe ich wieder zu dem René oder wieder zu mir an. Und das ist ja eigentlich die Frage, die du dir stellen musst. Das heißt, ich musste auch schon Dinge mir hart auf die Zunge beißen, weil aber für das Unternehmen es einfach besser ist, wenn wir in dieser, vielleicht auch in einer Konfrontation irgendwie da uns vielleicht zurückgesteckt haben, obwohl das vielleicht gar nicht unser Job gewesen wäre und wir im Recht waren. Aber das wäre mein Ego, was dann durchgesetzt worden wäre. Aber für die Mission und für die Männer oder die Mannschaft wäre es der schlechtere Deal gewesen. Und dementsprechend, und das ist so, ich glaube, das ist einfach eine gute Leitlinie. Ne? Letzten Endes kommt es darauf an, irgendwie, wie du zum Ziel kommst oder dass du zum Ziel kommst und nicht wie. Aber du musst für dich halt nur wissen, so, kann ich damit leben? Kann ich morgen noch irgendwie aufstehen und sagen, alles cool? Anderer Leitsatz, den er noch hatte, ist, lass dich nicht vom Chihuahua auf den Baum treiben. Also der erste irgendwie, hat er eine ganze nette Geschichte erzählt, da hat er dann diesen, die haben ja so einen sehr brutalen Auswahlkurs, wo du dich wirklich über die Appalachen da, Appalachian Mountains, musst du da irgendwie so einen dreitägigen Marsch machen mit unglaublich viel Gepäck. Und der war irgendwie so dehydriert und im Delirium, dass der dachte, hinter ihm ist ein Bär und dann ist der weggelaufen und der Bär war hinter ihm. Und dann letzten Endes hat er sich festgestellt, dass er sich fast die Beine gebrochen hätte und diese Chance da in der Delta Force irgendwie anzufangen verpasst hätte, weil er einen Bär im Wahn mit einem kleinen Schwein verwechselt hat. So, also er hat sich von einem Ferkel durch die Gegend jagen lassen quasi. Und dann sagt er halt so, ey, lass dich nicht vom Chihuahua auf den Baum treiben. Du musst halt regelmäßig gucken, dass du nicht so tief im Kaninchenbau drin steckst, dass halt eine Kleinigkeit diese ganze Organisation lähmt. Hatten wir ein schönes Beispiel. Wir hatten in dieser Eventprojektgeschichte einen Kunden, der sehr, weil der Erste, den wollten wir es auch recht machen, aber der hat halt im Rückblick und auch, der hat so viel Ressourcen gefressen und der war so, nicht anspruchsvoll, aber verunsichert, brauchte so viel Betreuung, dass wir besser dran gewesen wären, hätten wir den nicht angenommen.
Ja, weil wir einfach sehr viel Energie und Zeit verloren haben, um den Chihuahua irgendwie zu streicheln. Und von dem haben wir uns auf den Baum jagen lassen, anstatt zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht. Wir lassen diese nur gute Gelegenheit einfach passieren und konzentrieren uns darauf, einfach weiter zu entwickeln und weiterzubauen. Aber hinterher ist man immer schlauer, ne? So, das ist halt die Sache. Ja, also ich, wie du schon sagst, ich glaube, es braucht einfach grundlegend eine klare Definition von Marschroute, ob das ein Leitfaden ist, ob das ein paar Stichpunkte sind. Einfach nur, um mit jedem Einwand von einem Gesprächspartner auch vernünftig umgehen zu können. Und auch, das hast du eingangs gesagt, wenn jemand sich bei dir einen Termin buchen möchte heute, dann sagst du, nee, buch dir bitte hier über diesen Link einen Termin. A, er kommt auf dich zu und möchte dich anrufen oder ruft dich an. Und B, dieses gesunde Machtverhältnis bleibt erhalten. Also es verändert sich nicht so, dass der Kunde herkommt und sagt, hier, ich brauche das und das und du machst das jetzt so und ich handle dich ordentlich runter und wie man das halt alles kennt. Sondern es bleibt einfach gesund und du kannst natürlich immer noch das Gespräch so ein bisschen führen und leiten, ohne dass das der Gesprächspartner merkt oder sich irgendwie durch das Gespräch geschubst fühlt. Genau. Also muss halt auf Augenhöhe sein. Ne? Aber auch das nochmal, das kann jeder natürlich halten, wie er möchte. Da gibt es auch unterschiedliche Typen, die sind auch unterschiedlich erfolgreich. Also die Kaderschmiede aus Koblenz, der kann man den Erfolg nicht absprechen, aber die Methoden finde ich nicht gut. Aber das schließt sich nicht aus. Ja, es gibt offensichtlich genug Leute, die das okay finden. Und das ist auch völlig fein. Aber in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, und das ist ja nun im Gegensatz zu unserer ersten Intention ja eher sehr, sehr große Firmen mit irgendwie sehr aufgeblähten Einkaufsprozessen, wo du eben nicht mal schnell irgendwie hier, guck mal, ich verkaufe den Coaching für 3.500 Euro, unterschreib mal jetzt. Das funktioniert da halt nicht. Sondern da heißt es, alles klar, wir sind uns einig, in 3 Wochen hast du den Termin beim Einkauf. Der Einkauf will nochmal Dinge wissen, dann musst du vorher noch 3 Blätter unterschreiben und eine Selbstauskunft geben und hast du nicht gesehen. Und dann wirst du da als Einkäufer registriert und dann kann die erst bestellen. Also kann die Person, mit der du dir vorher gesprochen hast, erst bestellen. So, das sind halt Dinge, da kommst du nicht weit. Das ist, wenn du nicht in der Liga, das ist falsch, aber wenn du mit diesem Kunden arbeiten möchtest, dann musst du halt dich selber anpassen und dann funktionieren gewisse Glaubenssätze dann auch einfach nicht mehr gut. Warte, ich muss einmal kurz, das schneiden wir auch nicht raus, warte. Oh geil, wir haben gerade unsere neuen Logos bekommen, das sieht gut aus. Ja, sehr gut. Was sehr lassen schön. Wir so drinne? Danke, Eddie, für die Live-Aufzeichnung. Und ja, also ich denke, wie gesagt, es kommt auf persönlichen Stil an und natürlich auch immer auf die Kundengruppe. Ich glaube, so ein paar Leitsätze und wie gesagt, wie für mich, the mission, the man and then me, ja, und dann lasse ich halt nicht vom Chihuahua auf den Baum treiben und vertraue immer der Person am Boden. Also auch so ein Leitsatz irgendwie, ne, always trust the man on the ground, dass du eben nicht Luftnummer machst und eben mit Annahmen startest, die du nicht überprüft hast, sondern wie du es gemacht hast und wie wir es dann machen in unseren Projekten, teste das, was du als Annahmen vielleicht in einem Workshop rausgefunden hast, um wirklich zu wissen, ist das auch so? Sonst baust du eine Strategie auf, steckst unglaublich viel Herzblut und Energie in irgendwas, was halt gar nicht fliegen kann, weil du von vornherein auf dem falschen Weg warst, ohne das zu wissen. So. Also wenn ihr eine Sache aus der heutigen Folge mitnimmt, dann das Learning, dass Annahmen das Gefährlichste sind, was man machen kann in zwischenmenschlicher Kommunikation. Ja. Wenn man denkt, eine Person meint A und man redet die ganze Zeit über A, und dann kommt irgendwann dieses böse Erwachen von wegen, ich glaube, sie haben mir nicht zugehört. Und aus diesem Loop wieder rauszukommen, ist unangenehm. Das ist eher unangenehm und nicht möglich meistens. Das ist ja das Schöne, da gibt es ja auch aus der alten Vertrieblerschule nennt das hermeneutische Störfeld. Das heißt, das, was ich denke, ist nicht das, was ich sage. Das wird der Folgenname. Genau, das, was ich sage, ist nicht das, was du hörst und das, was du hörst, ist nicht das, was du verstehst. Und dementsprechend so ist das halt ein großes, jetzt wollte ich nicht Problem sagen, das ist eine Herausforderung, die kannst du umgehen. Man kann es lernen, also das ist wirklich mega, mega, mega spannend, diese
Gespräche, wenn du Gespräche immer gleich aufbaust, du denkst, die Reaktion ist, ja, nee, dann, und dann fängt irgendeine Diskussion an und dann passiert das Simpelste, was passieren kann, nämlich genau das, was du gefragt hast, weil du es halt sehr klar kommuniziert hast und wenn eine Gegenfrage kommt, dann kannst du einfach nochmal verständnishalber nachfragen, habe ich sie richtig verstanden, das XXXX. Und genau, also, dieses Paraphrasieren und also es ist Gold wert. Ja, so machst du übrigens auch eine Konversation wasserdicht, weil du immer wieder zurück kannst. Wenn du sicher gegangen bist durch eine Rückfrage, ob du das richtig verstanden hast, ob du es zusammengefasst hast, unser Kollege, also jetzt Mitgesellschafter und Mitgeschäftsführer Michael Jasper macht das halt so. Der hat da eine ganz coole Methode. Ich weiß gar nicht, dieses Infoteam heißt das, glaube ich. Das ist auch eine Vertriebscoaching-Geschichte. Und da ist er ja auch Coach drin gewesen. Und die bauen diesen Vertrieb sehr analytisch und sehr methodisch auf. Und auch damit kann ich mich sehr anfreunden. Und damit machst du halt so ein, wie bei der Titanic, machst du halt so die Schotten dicht. Ja, also das ist halt, du sicherst dieses Gespräch bis zu diesem Zeitpunkt ab. Und wenn der sagt, upsie, meine Tochter hat gerade hinten und ich muss mal weg, können wir morgen telefonieren, dann weißt du, bis dahin bist du gekommen. Und das ist fest in Zement verankert. Mhm. Das heißt, da sind wenig Unklarheiten. Das ist eine schöne Sache. Aber deswegen auch, Verkaufen ist reine Gesprächsführung. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass ich dich irgendwie belatsche, sondern das hat damit zu tun, dass ich das Gespräch angenehm, aber schon methodisch aufbauen kann. Im Endeffekt ist es relativ simpel, aber simpel ist halt nicht gleich einfach. Ja, sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe mir überlegt, wenn wir so sprechen, theoretisch müssten wir mal Fragen sammeln, so aus dem Vertriebs. Mhm. Netzwerk oder mal jemanden vielleicht in die Sendung holen, der da Bock drauf hat. Ich meine, vielleicht, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ja, unbedingt, da hätte ich immer noch einen Tipp, dass wir hier so eine The Mission, The Man and Me Sprechstunde machen. Dass wir da einfach mal so ein bisschen entweder auf anonym eingereichte Fragen oder vielleicht auch mal einen Gast dazu holen, der mal was dazu sagen hat. Ich glaube, das wäre doch ein cooles neues Format. Oder schickt eine Sprachnachricht oder irgendwas, was wir dann live hier abspielen können. Ja, wir müssen uns da nochmal was ausdenken, wie ihr das machen könnt, aber das machen wir und dann, ja, finde ich das gut. Ja, wenn jetzt aber schon welche dabei sind, dann einfach an, wo soll das hinschicken lassen? Naja, entweder an Jan oder an rené@salesautomationlabs.de. Das wäre, glaube ich, der einfachste Weg. Ja. Einfach per E-Mail. Ansonsten Jan Randy oder René Sulzki auf LinkedIn. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne einen Liebesbrief hinterlassen. Und ja, super. René nicht so viel, der ist vergeben, hat ein Kind. Ja, das ist okay. Über Liebesbriefe freue ich mich trotzdem. Ja, also Begehrlichkeiten sind ja gut. Ja, also gucken darf man, aber gegessen wird zu Hause. Und wenn du mir Liebesbriefe schreiben möchtest, dann ist das ja noch nicht mal aktives Gucken, weil du sagst, verstehst du, was ich meine. Okay, dann schreibe ich jetzt. Übrigens, eine kurze Frage, du hast vorhin noch ein Buch erwähnt, und zwar Let's Get Real or Let's Not Play. War das richtig? Korrekt, ja. Okay, gut. Dann habt ihr auch noch mal eine Buchempfehlung. Ich habe auch eine. Ja, und das heißt, ich werde jetzt The Man, auf Amazon gehen. Wollte ich gerade sagen, The Mission, The Man and Me, auch eine gute Empfehlung. Ja, kann man beides mal machen. Cool, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Und dann, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann in regelmäßigen Abständen ja in diesem Format. Jo. Bis dann, ciao.